Hallo, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe heute einen sehr entspannten Sonntag. Ich habe traumhaftes Wetter hier. Es ist so schön warm in der Wohnung, dass ich in so einem Sommeroutfit hier sitze und dachte, okay, ich gehe auf jeden Fall gleich noch eine Runde raus und genieße das Wetter. Aber ich muss heute nichts arbeiten. Ich habe alles fertig und kann tatsächlich mal die Zeit nutzen, um das neue Jahr vorzubereiten. Letztes Jahr habe ich davon erzählt. Einige haben geschrieben, oh, kannst du bitte mal erzählen, was du da machst und so weiter. Ich könnte da eine Anleitung gebrauchen. Ich weiß immer nicht so richtig, wie ich das anfangen soll. Andere sagen, also ich brauche keinen Jahreswechsel, um irgendwie was zu verändern oder irgendwie Vorsätze zu machen und so weiter. Und ich kann jede Seite verstehen. Ich persönlich brauche für mich ganz, ganz dringend Zeit zum Reflektieren, zum Sortieren, um so hier und da mal so eine kleine Bestandsaufnahme zu machen. Wie ist es gerade? Was umgibt mich? Wer umgibt mich? Welche Dinge tue ich in meinem Leben? Was davon macht mich glücklich und was macht mich gar nicht glücklich? Wo will ich was verändern? Und vor allem immer wieder das Zurückdenken auf, wo will ich eigentlich am Ende hin? Und ich brauche das für mich so dringend, weil ich für mich sagen kann, dass mich hier und da einfach so der Alltag am Arm nimmt und das Leben und es zieht mich von A nach B und an irgendeinem Punkt, gerade so zum Ende des Jahres, wenn bei mir so viel in den Branchen los ist, reagiere ich nur noch auf Dinge. Bin nur noch dabei, Sachen abzuarbeiten, die kommen und ich finde das für eine Weile auch in Ordnung, wenn man so Phasen im Leben hat, wo man wirklich den Kopf runter macht und einfach nur abarbeitet. Aber ich merke auch, dass mich am Ende dieser Phase, dass der unzufrieden macht, weil ich das Gefühl habe, ich wohne nicht mehr in mir. Wisst ihr, wie ich meine? Ich ruhe nicht mehr in mir. Ich bin mir nicht mehr meiner so sicher. Ich werde so entscheidungsunfreudig, bin so überreizt mit allem und von daher brauche ich das ganz dringend für meine Birne, dass ich hier und da dann wirklich Zeit habe zum Reflektieren und Sortieren. Und ich kann mir vorstellen, das höre ich ja auch, wenn ihr mir sowas schreibt. Und ich weiß, dass vielen von euch das auch so geht. Deswegen dachte ich, schreibe ich mal auf, was ich eigentlich so mache, wenn ich das alte Jahr sozusagen zumache und das neue wieder starte, was ich vorbereite und so weiter und teile das mit euch. Das heißt nicht, dass das eine perfekte Anleitung ist. Ich bin kein Profi in sowas, aber für mich persönlich funktioniert das sehr gut und ihr könnt dann mit der Anleitung einfach machen, was ihr wollt. Ihr könnt die Sachen nutzen, die für euch Sinn ergeben, bei denen ihr merkt, oh ja, das brauche ich. Und wenn ihr Sachen noch zusätzlich braucht oder andere Sachen, dann könnt ihr das natürlich auch dementsprechend anpassen. Wenn ihr Sachen habt, die ihr tut, bei denen ihr merkt, oh, das tut mir richtig gut, schreibt die gerne in die Kommentare. Ich sage das immer wieder, aber es ist tatsächlich so, ich lerne so viel in den Kommentaren von euch. Also auch das als Tipp für alle anderen. Lest auch mal durch die Kommentare, da sind teilweise so kluge Gedanken dabei. Und so oft denke ich, krass, habe ich das noch gar nicht gesehen. Also wie immer, gerne, gerne euren Input teilen. Da bin ich sehr dankbar für. Und ich würde sagen, ich teile jetzt mal mit euch, was ich mache und hoffe, dass das vielleicht den einen oder anderen auch so ein bisschen unterstützt. Das allererste, was für mich total wichtig ist, ist aussortieren. Das fange ich meistens im Oktober, November an, wenn es kühler wird und man weniger draußen unterwegs ist und so weiter, nutze ich die Zeit in meinen vier Wänden und sortiere aus. Und ich spreche nicht nur von Deko und Klamotten und so weiter, sondern auch in jedem Bereich sortiere ich aus. Also ich fange natürlich meistens in der Wohnung an, denn für mich persönlich ist es wichtig, dass meine vier Wände sortiert sind, organisiert sind, dass das alles schön aussieht und vor allem, dass ich nur mit Dingen umgeben bin, die mich tatsächlich glücklich machen. Und es passiert ja schon auch so, dass man übers Jahr dann irgendwelche Sachen geschenkt bekommt oder irgendwas einsammelt und denkt, oh ja, voll cool, irgendwo hinstellt und mit der Zeit merkt irgendwie, nee, ist mir zu viel. Und von daher gehe ich ganz bewusst in meinen freien Stunden sozusagen immer mal wieder durch die Wohnung, sortiere die ein oder andere Schublade durch, gucke nochmal meinen Kleiderschrank an, gucke meine Deko an. Ist das alles so, wie ich das schön finde? Ist mir das vielleicht doch zu viel? Ich persönlich bin ja eher Fan von wenig. Ich bin kein Minimalist, würde ich sagen. Ich habe schon gerne Deko und es macht mich auch glücklich, Bilder zu haben und so kleine Kerzen und Kameras und so weiter. Aber es darf auch nicht zu viel werden, weil ich mich sonst erdrückt fühle und einfach überreizt bin. Deswegen nutze ich die Zeit einfach so ein bisschen überall durchzugucken. Gucken und alles mal auszusortieren. Hier und da gibt es dann auch so schöne Momente, wo ich denke, oh krass, diese Lampe brauche ich gar nicht mehr. Aber meine Freundin meinte neulich gerade, wie schön sie die findet. Geil, gleich ein Weihnachtsgeschenk, ohne da jetzt wahnsinnig viel Geld ausgeben zu müssen. In meinem Freundeskreis ist es auch völlig fein, Sachen zu verschenken, die man schon benutzt hat. Das machen wir grundsätzlich gerne, weil das einfach ein Stück weit nachhaltig ist. Und es hier und da tatsächlich auch so ist, dass man dann Freunde, Bekannte, Familie hat, die sagen, oh, das fand ich schon immer schön bei dir. Und man merkt so, ja, mich macht es eigentlich gar nicht mehr so glücklich. Du kannst es gerne haben. Gerade jetzt so in der aktuellen Zeit, wo wir alle gucken müssen, wie es finanziell so ist, finde ich sowas tatsächlich auch ganz schön, dass man einfach auch Sachen verschenkt, die natürlich nicht kaputt sind, aber die schön sind und die man selber aber gar nicht mehr so dringend braucht oder die einen nicht mehr so glücklich machen. Von daher schlage ich da auch so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn ich alles durchsortiere. Ich sortiere auch in der Küche durch und sortiere da vor allem Sachen aus, von denen ich merke, so, oh, irgendwie, ja, finde ich schon lecker hier und da, aber oh, ich merke das schon doll im Magen und irgendwie will ich meinen Körper nicht belasten und so weiter. Und gerade so im Januar hat man dann ja auch so die Motivation, nochmal so ganz sauber anzufangen und mehr Sport und so weiter, was wir uns dann so alles überlegen und sortiere dann wirklich auch
danach aus und gucke aber auch, okay, welche Sachen fand ich denn super? Kognaknudeln zum Beispiel, okay, brauche ich mal wieder, mache mir gleich eine Liste mit Sachen, die ich wieder auffüllen will. Ich finde es auch ganz schön, weil es mich so ein bisschen an Geschichten von meinen Großeltern erinnert, die dann gesagt haben, ja, zum Ende des Jahres, wenn der Winter dann kam, haben wir dann auch die Vorräte aufgefüllt und alles ein bisschen durchsortiert, geguckt, was ist noch gut und was nicht und so. Und ich erinnere noch, weiß nicht, ob ihr das kennt, diese großen Keller mit diesen ganzen eingeweckten Obst- und Gemüsesorten und diesem Geruch, den das so hatte. Das mochte ich sehr und irgendwie fühlt sich das so an, als würde ich mich auf den Winter vorbereiten und dann eben auch gleichzeitig aufs neue Jahr und so ein bisschen Ordnung machen sozusagen. Ich gehe aber auch, ganz abgesehen von meinen vier Wänden, in die digitalen Geschichten. Also ich gehe mein Handy durch, sortiere da die Fotos aus, gucke mir an, welche Apps habe ich drauf, was habe ich wirklich benutzt, was kann runter, um da auch so ein bisschen Speicherplatz frei zu machen und hier und da eben auch das Gefühl zu geben, okay, es ist wieder so ein bisschen sortierter und es sammelt sich nicht so viel Datenmüll an. Das mache ich natürlich auch im Rechner, auf den Festplatten, sortiere so ein bisschen, packe Sachen, die ich jetzt seit Jahren nicht benutzt habe, dann in meine Archivfestplatten, sortiere auf meinem Laptop auch so ein bisschen den Desktop und so weiter, was ich da ja auch mit der Zeit immer wieder Sachen ansammeln. Und ich gehe durch meine E-Mails. Das heißt, ich gucke da auch durch, dass ich alle E-Mail-Postfächer Stück für Stück auf Null kriege. Ich habe viele E-Mail-Postfächer, die allermeisten habe ich gut im Griff und die privaten, die sehen oft dann aus wie Sau. Mit 1 Million Newslettern und irgendwie 2000 ungelesenen E-Mails. Und da nehme ich mir dann einfach, wenn ich merke, okay, das ist nichts, was ich jetzt innerhalb von irgendwie einer Sitzung sozusagen wegsortiert kriege, nehme ich mir hier und da dann einfach so 10 Minuten Zeit am Tag und gucke, dass ich das einfach so gut wegsortiert kriege, bis es auf Null ist. Denn das ist das beste Gefühl, wenn der Jahreswechsel kommt und alle E-Mails sind auf Null. Alles ist sortiert, alles ist in Ordner wegsortiert oder farblich markiert oder wie auch immer. Ich habe am liebsten wirklich alles in Ordnern und meine E-Mail-Postfächer auf Null. Also wenn ich reingehe, ich wirklich sehe, was muss ich jetzt bearbeiten. Und es tut mir so gut, das einmal so als Rundumschlag zu machen, weil ich das wieder Monate gut halten kann und damit auch die Ordnung wieder so gut halten kann und mehr das Gefühl habe, ich habe alles im Griff und nicht so ein, okay, ich reagiere auf Dinge und es bleibt super viel liegen, sondern wirklich das Gefühl zu haben, ja, check, habe ich. Am Ende des Tages ist alles wieder auf Null, alles ist wegsortiert und die E-Mail-Postfächer bleiben eine ganze Weile richtig ordentlich und ich habe alles gut im Blick. Dann fängt für mich, nachdem ich das so gemacht habe, die Phase an, in der ich merke, dass ich ganz natürlich mich ein bisschen entspanne, weil ich eben das Gefühl habe, alles ist sortiert, alles ist vorbereitet, alles ist so, wie ich das gerne hätte und ich kann anfangen zu reflektieren, in meinem Kopf zu sortieren, welche Dinge sind aktuell eigentlich gut. Wie war das letzte Jahr? Was habe ich erlebt? Was waren so meine schönsten Momente? Ich habe tatsächlich immer so eine Liste, die ich abarbeite. Vielleicht erzähle ich euch die einfach mal, dann könnt ihr die auch abarbeiten. Ich packe euch die Fragen aber nochmal in die Infobox, dann könnt ihr danach gucken. Also A, wie hat sich 2022 in dem Fall für mich angefühlt? Was waren so die präsentesten Gefühle und warum? Das finde ich ganz wichtig, weil man ja hier und da das Gefühl hat, okay, jetzt gerade akut ist das und das, aber wenn man das Jahr so zurückreflektiert, mal so durch alte Fotos guckt oder auch durch sein Instagram oder keine Ahnung, mal zu gucken, was war denn so das Hauptgefühl im letzten Jahr und warum hatte ich das? Welche Situationen haben mich da reingebracht oder was hat mich besonders gut unterstützt? Dann für mich auch immer die Frage, was hat sich in meinem Leben verändert und war das eine gute Sache? Denn manchmal verändert man Sachen und ist so voller Inbrunst und sagt, ja, lass es auf jeden Fall machen und ich verändere das jetzt und ein großer Teil von meinem Leben wird jetzt ganz anders und dann stellt man mit der Zeit fest, ha, nee, ich merke, dass ich diese Veränderung nicht gut finde, dass sich das nicht richtig anfühlt, nicht gut anfühlt. Ich gucke nochmal genauer hin. War das eine gute Veränderung? Muss ich da vielleicht irgendwo zurückgehen? Also das war wirklich was ich durch diesen Umzug nach Stralsund gelernt habe, dass es keine Schande ist, eine Entscheidung zu treffen und zum Beispiel in dem Fall nach Stralsund zu ziehen, um zu gucken, wie es ist und festzustellen, nee, das ist es nicht. Manchmal verharren wir dann so in Situationen, die wir uns sozusagen selbst eingebrockt haben, weil wir sagen, ja, ich will aber jetzt unbedingt selbstständig sein und stellen aber mit der Zeit fest, nee, das ist gar nichts für mich. Das macht mich gar nicht glücklich und ich finde es super wichtig, dass man sich das eingesteht, denn am Ende geht es nicht darum, ob Tante Erna dann sagt, ja siehst du, habe ich dir doch gesagt, dass das Quatsch ist. Oder ob Freunde vielleicht sagen, ich wusste gleich, dass es Blödsinn ist, was du da machst. Es ist wichtig, dass man selber in den Spiegel gucken kann und ein Leben führt, was einen glücklich macht. Unabhängig davon, ob A oder B oder C das in Ordnung finden oder gut finden. Und ich finde, das kriegt man am besten raus, wenn man wirklich in sich Zeit für sich hat, ohne Einflüsse, einfach mit vielleicht guter Musik und ein bisschen Ruhe und das wirklich mal für sich durchdenkt, waren das Entscheidungen, die mir gut getan haben? Wenn ja, geil. Gibt es da vielleicht noch Sachen, die ich noch mehr entscheiden kann? Oder waren es Entscheidungen, die mich nicht glücklich gemacht haben? Ich finde auch schön und es macht mich auch immer glücklich, so zu überlegen, was waren denn so die drei wertvollsten Momente? Was waren die drei Momente, die ich für immer in meinem Herzen tragen will, die ich nie vergessen will? Das auch mal aufzuschreiben. Also ich nehme dann gerne mein Notizbuch und schließe sozusagen auch schriftlich das Jahr für mich ab, wie so eine Art Tagebucheinträge, weil es mir auch hilft, das nach Jahren dann nochmal zu lesen und zu sehen, krass, ich habe zum Beispiel vor 10 Jahren Dinge in mein Reflexionstagebuch geschrieben, die jetzt sozusagen plötzlich eine viel intensivere Bedeutung haben, obwohl es zu dem Zeitpunkt noch Nebensätze waren, lese ich sie jetzt und denke,
das bin so ich und ich wusste es eigentlich damals schon. Warum habe ich nicht reagiert? Das finde ich teilweise sehr spannend, auch um zu sehen, wie man selber so funktioniert. Und gerade solche Glücksmomente aufzuschreiben, ist irgendwie auch schön zum Abschluss des Jahres. Genauso wichtig finde ich aber auch, sich zu überlegen, was waren so die drei schwierigsten Momente? Was waren so Dinge, die mich dolle herausgefordert haben, die mich überrascht haben, die mir so vielleicht sogar den Boden unter den Füßen weggezogen haben? Welche Sachen musste ich mir erkämpfen oder musste ich ertragen oder verarbeiten? Und wie bin ich auch mit den Situationen umgegangen? Was habe ich konkret gemacht und war das gut für mich oder hat das vielleicht nicht so geholfen, einfach auch um durch die nächsten schwierigen Momente dann besser durchzugehen. Das kann ich jetzt nur für mich bestätigen mit so Ende von Freundschaften. Die ersten Freundschaften, die ich in meinem Leben verloren habe oder die geendet sind und so weiter, die haben mich wirklich bis ins Mark erschüttert und es wird immer wieder auch Freundschaftsenden geben, die mich bis ins Mark erschüttern, sind wir mal ehrlich, aber ich habe an vielen Stellen durchs Reflektieren begriffen, okay, das hat mir aber an der Stelle überhaupt nicht gut getan. Ich dachte in dem Moment, das ist der richtige Weg, aber es hat mir nicht gut getan und es hilft mir jetzt hier und da gestärkt an solche Situationen zu gehen und sagen, ja, es ist eben manchmal so und dann gehe ich so und so damit um. Das gleiche auch mit Trauer, mit beruflichen Veränderungen, mit Konflikten, die man so hat. Was habe ich gemacht und war das gut für mich am Ende? Unabhängig davon, was alle anderen sagen, wirklich nur das, was ihr selber fühlt und denkt, einfach mal aufschreiben. Ich finde das extrem hilfreich. Ich baue das auch immer so ein bisschen auf, als würde ich das an jemanden schreiben, als würde ich jemandem das erzählen und das macht auch, dass ich nochmal ein bisschen mehr reflektiere und auch nochmal mehr vor mir selbst rechtfertige oder eben auch erkenne, das war scheiße eigentlich, Thebe. Eigentlich war das scheiße. Du dachtest, es wäre eine super Sache, aber eigentlich war es richtig Käse. Dann natürlich die Frage, worauf bist du stolz? Welche Sachen hast du gemacht oder geschafft oder überstanden oder erreicht und du kannst wirklich stolz sein? Versuch da an der Stelle nicht nur an große Sachen zu denken, sondern wirklich in euch reinzufühlen, was waren Momente, die mich stolz gemacht haben. Das kann für jeden was anderes sein. Der eine ist irgendwie großer Autor und hat sein 8. Buch veröffentlicht und unheimlich große Verkäufe. Der nächste hat eine Depression und hat es aber trotzdem geschafft, 3 Monate lang aufzustehen und rauszugehen jeden Tag. Das kann man so nicht aufwiegen. Ich finde beides großartig und am Ende kommt es drauf an, was euch persönlich stolz gemacht hat. Nicht unbedingt, was andere gesagt haben, oh Mensch, super, dass du das geschafft hast, sondern das, was euch persönlich stolz gemacht hat. Ich weiß noch genau, in dem Jahr, in dem ich das erste Buch veröffentlicht habe, da war das erste Buch toll und ich habe mich darüber gefreut, aber es war nicht das Hauptding, was mich stolz gemacht hat in dem Jahr. Also vielleicht da wirklich mal genau hinfühlen, was war was, was mich tatsächlich so gerade werden lassen hat und gesagt, ja, kann gut im Spiegel gucken, ich finde das schon ganz gut, wie ich das gemacht habe. Dann die Frage, was habe ich eigentlich 2022 in dem Fall anders gemacht? Was habe ich im letzten Jahr anders gemacht als vorher? Was hat sich verändert in mir, in meinen Routinen, in meinem Umfeld, mit meinen Freunden und so weiter? Und war das eine gute Sache? Und damit einhergehend natürlich auch gleich die Frage, was habe ich gelernt? Also welche Dinge habe ich für mich verstanden im letzten Jahr? Ihr wisst ja, dass ich ganz oft in meinen Monatsfavoriten-Videos dann von meinen Erkenntnissen spreche und so weiter. Das sind Sachen, die ich aufschreibe, damit ich die für mich auch verinnerlichen kann. Denn manchmal hat man so eine Erkenntnis und ein halbes Jahr später hat man die gleiche Erkenntnis wieder mit einem anderen Hintergrund und denkt, ah ja, stimmt, das hatte ich eigentlich schon mal begriffen. Und mir hilft es sehr, das dann aufzuschreiben, nochmal für mich ganz klar zu machen, damit ich das wirklich verinnerliche. Denn es gibt Situationen, die bringen einem so ein bisschen oberflächlich was bei und man denkt, ja, ach stimmt, ja, stimmt, gut zu wissen, ja, mache ich demnächst auch dann so oder bedenke ich oder wie auch immer. Und es gibt Situationen, die einen so im Herzen erfüllen oder erschüttern oder durchrütteln, dass die Erkenntnisse, die man daraus zieht, wirklich fürs ganze Leben sind und die vergisst man nicht. Und auch das mal für sich aufzuschreiben, was waren so Dinge, die man verstanden hat, finde ich super sinnvoll. Denn gerade die schweren Momente in unserem Leben, gerade die Herausforderungen, die Schritte außerhalb der Komfortzone, die Verluste und die Schreckmomente, die Ängste und so weiter, die wir haben, das sind eigentlich die Situationen, die uns am allermeisten beibringen. Und das nochmal auch so zusammenzubringen und am Ende dann trotzdem auch ein Stück weit, und es ist ein großes Wort, da werden bestimmt auch einige sagen, kann ich nicht verstehen, aber vielleicht hier und da dann tatsächlich so eine Prise Dankbarkeit zu spüren, und zu merken, okay, ich wäre nicht gern durch die Situation gegangen, ich hätte sie gern vermieden, aber sie hat mir doch auch viel beigebracht und dafür bin ich dankbar. Nicht für die Situation, sondern dafür, was ich daraus lernen konnte. Und natürlich, auch ganz wichtig, welche Ziele hatte ich mir letztes Jahr für dieses Jahr gesetzt? Also welche Ziele habe ich mir in dem Fall für 2022 gesetzt? Und welche habe ich tatsächlich umgesetzt? Welche habe ich angegangen und welche habe ich nicht angegangen? Und warum nicht? Warum hat das nicht geklappt? Um zu gucken, was habe ich anders gemacht bei den Sachen, die ich verändern wollte, im Vergleich zu den Sachen, die ich nicht verändern konnte. Weil es einem hier und da auch nochmal klar macht, okay, da war einfach bei der einen Sache so viel Motivation dahinter, weil ich gemerkt habe, okay, es geht so nicht weiter, ich muss das verändern. Das war bei der anderen Sache nicht. Bei der einen Sache habe ich angefangen, regelmäßige Rituale zu erstellen,
bei der anderen Sache nicht. Ah, okay, also in meinem Fall würde dann zustimmen, wenn ich was umsetzen will, was verändern will, grundsätzlich in meinem Leben, muss ich das irgendwie an Rituale knüpfen und an irgendwelche Situationen, die ich schon habe, sozusagen ranbauen, damit ich weiß, okay, alles klar, das ist was, was ich jetzt tatsächlich regelmäßig mache, jetzt im Kleinen zum Beispiel D3K2 nehmen. Das habe ich eine ganze Weile sehr gern vergessen, weil ich sonst meine Nahrungsergänzungsmitteldose immer mit mir schleppe und D3K2 sind ja diese Tropfen, die vergesse ich dann gerne mal, lasse sie stehen. Und ich habe irgendwann angefangen im Laufe des Jahres zu sagen, okay, wenn ich morgens meine Sonnencreme auftrage und das Make-up, dann nehme ich gleich D3K2, weil ich das thematisch so schön verknüpfen kann. Und damit ist es irgendwie automatisch. Wenn ich die Sonnencreme jetzt auftrage, denke ich, ah ja, stimmt, die Tropfen, nehmen sie sofort und dann kann ich mich weiterschminken. Für mich funktioniert das sehr gut, solche Sachen sozusagen so zusammenzubauen. Also versucht mal da für euch zu reflektieren, wann schafft ihr es, unter welchen Umständen Sachen zu verändern, was macht ihr da und könnt ihr das auf andere Situationen anwenden, die ihr gerne noch verändern wollt. Und dann geht es für mich ans Planen und auch ans Entscheiden. Ich setze mich hin und gucke mir verschiedene Bereiche in meinem Leben an. Ich habe so verschiedene Kategorien, sage ich jetzt mal, bei denen ich dann überlege, was davon in dieser Kategorie ist gut gelaufen im letzten Jahr, was nicht, was will ich verändern, was muss ich jetzt vielleicht auch verändern. Und da sind meine Kategorien zuallererst Budget. Also habe ich das, was ich so an Geld angelegt habe, gut gemacht? Hätte ich da mehr anlegen müssen? Hätte ich weniger anlegen müssen? Welche Ausgaben habe ich so gemacht? Was davon war sinnvoll? Was war vielleicht auch gar nicht so sinnvoll? Wo habe ich mein Geld reingesteckt? Also da gehe ich persönlich immer mein Konto durch und gucke mal, wo sind welche Überweisungen hingegangen? Wofür habe ich das meiste Geld ausgegeben? Habe ich vielleicht ein bisschen viele Klamotten gekauft oder war ich vielleicht dolle viel essen oder habe ich Geld geschattert für Kleinkram und konnte mir am Ende keinen Urlaub leisten? Wisst ihr, wie ich meine? Also einfach mal kurz gucken, wofür habe ich mein Geld ausgegeben und war das alles so sinnvoll oder gibt es da Dinge, wo ich sage, nee, das möchte ich anders machen zukünftig. Ich finde es nie zu spät, sich Gedanken zu machen über Geld. Es gibt ein ganzes Video dazu von mir. Also wenn ihr da gerne mal gucken wollt, guckt mal hinterm i. Gerade auch für Leute, die nicht so viel Geld haben. Wie kann man da rangehen? Wie kann man das angehen, damit man trotzdem das Gefühl hat, man hat es im Griff und nicht so viel Angst haben muss? Für mich ist Geld total verbunden mit einer Nervosität, mit einer Angst, vor allem zu versagen, falsche Entscheidungen zu treffen und so weiter. Von daher finde ich es total wichtig, mir Gedanken zu machen. Und das ist auch eine Zeit, in der ich das so ruhig, wie ich irgendwie kann, mache. Und immer, wenn ich an den Punkt komme, wo ich merke, okay, das schnalle ich nicht. Wie ist das passiert und wie machen andere das? Gehe ich tatsächlich auch in die Kommunikation mit Freunden, mit Familie, mit Menschen, denen ich vertraue, von denen ich weiß, dass sie gute finanzielle Entscheidungen treffen und frage die, wie hast du das gemacht oder wie würdest du an der Stelle vorgehen? Was würdest du da anders machen? Weil es mir hier und da tatsächlich auch hilft zu begreifen, was könnte ich machen. Es ist nicht so, dass ich dann jeden Vorschlag auf mein Leben übertrage, aber es hilft doch, mal zu gucken und Sachen so ein bisschen anzuprobieren. Funktioniert das für mich in meiner Lebenslage oder nicht so? Wie könnte es funktionieren oder muss ich es vielleicht doch ganz anders machen? Ich finde es in dem Fall, gerade bei so Themen, die einen nervös machen, sinnvoll, da auch nochmal reinzugucken und in die Kommunikation zu gehen und sich einen Rat zu holen. Kategorie Nummer 2 ist für mich Gesundheit. Das steht an allererster Stelle natürlich, die Arzttermine so weit einzutakten. Ich bin nicht gut in zum Arzt gehen. Ich bin nicht gut in Vorsorgeuntersuchungen. Ich gehe sehr selten zum Arzt. Selbst als ich Corona hatte, bin ich nicht zum Arzt gegangen und habe da irgendwie mich unterstützen lassen, weil ich einfach irgendwie, ich habe da so einen Spleen. Keine Ahnung, ich glaube, es kommt aus meiner Familie. Wir gehen alle nicht so gern zum Arzt. Aber ich weiß, dass bestimmte Vorsorgeuntersuchungen extrem wichtig sind. Das heißt, ich gucke am Anfang des Jahres, habe ich den Frauenarzttermin gemacht? Habe ich die Zahnarztuntersuchung, die reguläre als Kontrolle gemacht? Gibt es irgendwelche Sachen, die ich schon mal eintakten sollte? Blutuntersuchung und so weiter. Und ich bin wirklich niemand, der jetzt ständig zum Arzt rennt, aber ich glaube, bestimmte Sachen sind schon wichtig. Ihr wisst, dass ich regelmäßig große Blutbilder machen lasse, meine Werte checken lasse, weil ich da einfach mal so eine schlechte Erfahrung gemacht habe, einfach um zu gucken, bin ich richtig eingetaktet, ist alles gut? Und da das zu übertragen und weiterzuziehen, wie ist da meine generelle Lebensweise? Ist das alles so gesund, was ich mache? Oder mache ich vielleicht auch Dinge, die totale Scheiße sind? Denn am Ende geht es mir nicht darum, ein bestimmtes Gewicht zu haben oder irgendwie super Woman zu sein. Ich möchte einfach gesund alt werden. Ich möchte so gesund ich kann bleiben, so lange wie ich kann, für Wimmy und für auch mich letztendlich, damit ich einfach so viel von diesem Leben mitkriegen kann, wie es irgendwie geht. Ich will nicht morgens aufstehen und merken, okay, ich merke Rücken, wie ich es jetzt aktuell habe, weil ich immer seit 100 Jahren kein Yoga gemacht habe, obwohl ich ja weiß, dass Yoga mir gut tut. Also fange ich an umzustellen, zu überlegen, okay, was ist denn an meinen Rückenproblemen? Was ist denn da der Grund? Ist mein Bett in Ordnung? Ist meine Haltung vielleicht nicht so gut? Was kann ich machen? Wie kann ich meinen Rücken unterstützen? Sollte ich mir vielleicht mal bei der Physiotherapie einen Termin holen und mich mal checken lassen oder Blockaden lösen lassen, wie auch immer. Einfach mal solche Sachen für sich durchzugehen, ohne Stress, ohne jetzt eine riesen To-Do-Liste draus zu machen, aber zu überlegen, welche Entscheidungen in meinem Leben treffe ich aktuell,
Und ist das gesund? Möchte ich das so machen? Man kann natürlich auch sagen, du ist mir scheißegal, ich gehe einfach jede Woche dreimal zu McDonald's, finde ich super, dann macht das auf jeden Fall. Aber wenn ihr sagt, okay, ich möchte wirklich auch gesund bleiben und keine Schmerzen haben und alles tun, was in meiner Macht steht, um meinen Körper zu unterstützen, der jeden Tag so viel für mich macht, dann sollte man vielleicht wirklich mal hingucken. Schlafe ich genug? Trinke ich genug Wasser? Nehme ich Nahrungsergänzungsmittel? Welche Werte habe ich und so weiter? Mache ich genug Sport? Rauche ich vielleicht und es tut mir gar nicht gut, das merke ich auch. Oder trinke ich zu viel Alkohol? Mache ich zu viel Party? Wie auch immer. Dass man da einfach wirklich mal für sich guckt, was kann ich da verändern, um einfach mich und meinen Körper besser zu unterstützen. Finde ich mega, mega wichtig. Ist mir vor allem sehr wichtig. Kategorie Nummer 3 ist Karriere. Und das ist natürlich für mich persönlich sehr wichtig, mir da konkret Gedanken zu machen und auch weitergehend Gedanken zu machen, weil man natürlich in der Selbstständigkeit auch in der Art, welche Aufträge man annimmt und so weiter, entscheidet, in welche Richtung sich die Karriere entwickelt. Und da hier und da auch für mich zu reflektieren, was möchte ich eigentlich? Also in meinem Fall zum Beispiel habe ich die letzten 2 Jahre immer wieder gesagt, oh, ich würde so gerne wieder mehr moderieren. Das macht mir einfach extrem viel Spaß. Aber Vimi war einfach noch so klein, dass ich einfach mich nicht lösen konnte. Ich hatte ganz, ganz tolle Angebote und hätte gerne bestimmte größere Projekte gemacht, in denen jetzt Kolleginnen Bombe sind. Wir haben es ganz toll gemacht und ich freue mich sehr für meine Freundinnen auch, dass sie solche geilen Sachen machen konnten. Aber ich war irgendwie, obwohl ich gemerkt habe, ich habe da Bock drauf, ich war noch nicht so weit, weil ich einfach die Vorstellung, mehrere Wochen von Vimi getrennt zu sein und ihn tagelang nicht zu sehen, einfach kaum ertragen konnte. Und ich merke, dass das jetzt langsam besser wird, nachdem wir auch besser telefonieren können und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, vielleicht für nächstes Jahr dann mal auch da in die Richtung wieder so ein bisschen mehr Sachen anzunehmen und die sozusagen Karriere, wie auch immer, so ein bisschen mehr in die Richtung gehen zu lassen. Also solche Sachen, dass man da für sich auch reflektiert, welche Sachen wohnen so in mir und was macht mich glücklich, was möchte ich gerne und das auch dann präsent zu haben, wenn Entscheidungen auf einen zukommen, dass man nicht nur einfach die Entscheidung trifft, sondern immer die Entscheidung trifft mit der Idee dahinter, naja, ich will ja auch das und das oder das ist eine super coole Möglichkeit, aber das ist nicht die Richtung, in die ich gehen will. Also mache ich das nicht und habe lieber Zeit für andere Sachen, die mich weiterbringen in die Richtung, in die ich will. Wisst ihr, was ich meine? Finde ich total wichtig. Oder sich dann auch im Angestelltenverhältnis zu überlegen, ist das noch die Arbeitsstelle, die mich glücklich macht? Bin ich happy mit den Strukturen? Würde ich gerne aufsteigen? Habe ich die Möglichkeit aufzusteigen und irgendwie eine noch bessere Position zu haben hier? Oder sollte ich dafür vielleicht dann die Firma wechseln? Alles solche Sachen, die man einfach für sich mal reflektieren kann. Oder eben auch an den Punkt kommt zu sagen, nö, ich bin total happy. Ich bin happy, so wie es läuft. Ich bin happy mit meiner Position. Ich habe keinen Stress. Oder ich habe genau die richtige Portion Stress, die mich dann auch fordert und mich wachsen lässt. Aber ich brauche da nicht mehr Action, weil ich einfach meine Hobbys dann weiter ausbauen will oder wie auch immer. Also da für sich einfach mal ganz klar zu überlegen, was möchte ich eigentlich und wo will ich hin. Die nächste Kategorie, und die ist mir extremst wichtig, ist Bildung. Ich persönlich habe festgestellt, nachdem ich aus der Schule raus war und dann auch aus der Uni, dass irgendwie so, dass sich Weiterbilden im Kopf so ein bisschen nicht gestoppt ist, aber sehr viel langsamer ging. Ich habe das nie so richtig realisiert in der Schule, in der Uni, wie man so das Wissen auf einem Silbertablett serviert bekommt. Habe das vielleicht auch nicht so zu schätzen gewusst, wie ich das jetzt weiß. Und habe mit der Zeit dann auch ein paar Jahre nach dem Studium schon festgestellt, nee, scheiße, ich habe das Gefühl, ich bleibe stehen im Kopf. Ich möchte aber nicht stehen bleiben, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte weiter Dinge lernen über verschiedene Bereiche. Teilweise über Bereiche, die mir liegen, Sprache, Kunst, Musik und so weiter, aber auch über andere Bereiche, von denen ich keine Ahnung habe. Ich möchte gerne sicherer werden in so politischem Wissen. Ich möchte sicherer werden in bestimmten wissenschaftlichen Bereichen, weil mich das einfach interessiert. Da einfach mal zu überlegen, gibt es Dinge, die ihr lernen wollt? Für mich gibt es da verschiedenste Möglichkeiten. Ihr wisst, ich liebe Hörbücher, die ich auch zu bestimmten Themen dann höre. Und ich habe ja auch immer wieder Skillshare erwähnt, die einfach, finde ich, die beste Möglichkeit sind, wenn man aus Schule und Uni raus ist und einfach sich für einen bestimmten Bereich interessiert, um sich da weiterzubilden. Die haben so geile Kurse zum Thema Fotografie, die haben geile Kurse zum Thema Pflanzen. Wenn ihr so ein Pflanzenmensch seid und sagt, oh, ich würde gerne begreifen, welche Pflanze ist das und was braucht die? Irgendwie geht mir das immer wieder ein, ich will es aber verstehen. Oder verschiedene Maltechniken, Zeichentechniken, Themen wie Zeitmanagement oder auch Selbstentwicklung, Selbstbewusstsein, solche Sachen, Auftreten im Job und so. Es gibt so viele geile Kurse. Ich packe euch mal meine 5 besten Skillshare-Kurse, die ich bis jetzt belegt habe, in die Infobox, dann könnt ihr da mal gucken und auch gerne den Code und den Link zu Skillshare. Ich habe nämlich wieder einen Rabattcode für euch, wenn euch das interessiert. Ich weiß, einige habe ich schon angefixt und die lieben das auch und genießen einfach auch dieses Lernen auf dem Silbertablett. Ich finde das aber auch übrigens eine schöne Möglichkeit, wenn ihr das jetzt hier hört und merkt, nee, also ich brauche das nicht so. Ich finde es auch eine sehr, sehr schöne Geschenkidee, wenn ihr wisst, okay, da ist jemand, der könnte das gebrauchen, auch fürs Selbstbewusstsein mal wieder so ein bisschen Input zu kriegen. Super Geschenk, finde ich. Also werde ich auf jeden Fall dieses Jahr auch verschenken an jemanden, der sich
hoffentlich dolle freut. Ich bin riesengroßer Skillshare-Fan. Ich kann nur immer wieder sagen, wie dankbar ich bin, denn gerade in meinem Job, gerade so was YouTube und Social Media und so weiter angeht, der Bereich, gibt es so viele Dinge, die mir niemand beigebracht hat, die ich einfach durch Selbstprobieren gelernt habe. Und da hat Skillshare mich hier und da wirklich krass unterstützt und Sachen viel schneller gemacht, weil ich plötzlich begriffen habe, das geht auch. Ach krass, wusste ich nicht. Und hier und da meine Skills über die Jahre verbessert. Und was gibt's Besseres? Also ich bin da mega dankbar für. Das heißt, wenn ihr euch das mal angucken wollt, alles in der Infobox verlinkt. Ich finde es so wichtig, dass man nicht stehen bleibt, dass man nicht aufhört, das Leben verstehen zu wollen oder bestimmte Bereiche im Leben verstehen zu wollen, dass man sich immer wieder mit Input füttert, damit einfach der Horizont sich erweitert. Ich möchte irgendwie als alter Mensch nicht da sitzen und denken, verstehe ich alles gar nicht mehr, sondern das Gefühl haben, ich habe Wissen angeeignet und habe mich weiterentwickelt. Und ich liebe das Gefühl, wenn man eine Sache anfängt und merkt, oh Gott, ich habe keine Ahnung, das werde ich nie begreifen. Und 3 Monate später zu sehen, boah, ich bin so viel besser, weil es einfach auch was mit dem Selbstbewusstsein macht und einem immer wieder zeigt, egal wofür sich der Kopf entscheidet, wenn ihr eine Entscheidung trefft, ihr wollt in eine bestimmte Richtung gehen oder ihr wollt was Bestimmtes lernen, dann könnt ihr das machen, nur damit, dass ihr die Entscheidung trefft und es durchzieht. Und es ist für mich auch immer eine sehr, sehr schöne Erinnerung, deswegen großer Fan. Bildung hängt für mich deswegen auch total mit persönlichem Wachstum zusammen. Das ist dann quasi auch noch eine Kategorie, die ich dann abgesehen von Bildung sozusagen habe. Einfach eine Kategorie, in der ich mir so bestimmte Fragen stelle oder auch bestimmte Dinge für mich überlege, reflektiere. Zum Beispiel versuche ich mir, und das mache ich nicht fürs ganze Jahr, weil ich das schon mal gemacht habe und das frustriert, wenn man es dann nicht halten kann, aber ich versuche mir für jeden Monat 3 Ziele zu setzen. Für jeden Monat 3 Dinge zu überlegen, die ich gerne machen möchte, die ich umsetzen möchte, die ich verändern möchte. Das können so Sachen sein, wie ich will nächsten Monat wirklich konsequent jeden Tag 3 Liter trinken. Ich will nächsten Monat auf jeden Fall jeden Tag Yoga machen. Ich will nächsten Monat auf jeden Fall immer um 23 Uhr im Bett sein. Oder eben auch so Sachen wie, ich will nächsten Monat diese eine Sache machen, die mir total Angst macht. Oder ich will nächsten Monat endlich diesen einen Brief schreiben, den ich schon so lange vor mir her schiebe. Alles Mögliche, was auch immer ihr wollt. Und es hilft mir total auch, das Gefühl zu haben, dass ich nicht nur abarbeite oder an Karriere denke oder versuche irgendwie einem Perfektionismus hinterher zu laufen, sondern dass ich mir wirklich auch in jedem Monat, egal wie stressig er ist, Zeit nehme für mich. Und das klingt immer für einige, glaube ich, so ein bisschen nach Egoismus, aber ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man auch ein Stück weit an sich selbst denkt, um das nicht aus dem Blick zu verlieren. Denn die wichtigste Beziehung, die wir haben in unserem Leben, ist die zu uns selbst. Und wenn die gestört ist oder vernachlässigt wird, dann geht es uns automatisch nicht gut. Und von daher, glaube ich, ist es total wichtig, sich hier und da so kleine Inseln zu schaffen, in denen man einfach was für sich tut. Für mich persönlich sind diese 3 Ziele im Monat immer irgendwie verbunden mit einem Verhalten, was ich verändern möchte oder einem Verhaltensmuster, was ich brechen möchte. Was ich aber auch super, super cool finde, ist mir für jedes Jahr mindestens eine Sache zu überlegen, die ich machen möchte, die mir totale Angst macht. Die mir wirklich das Gefühl gibt, ach du Scheiße. Oh Gott, das kann ganz persönlich privater Kram sein, das kann aber auch sein, sowas wie, oh, ich wollte schon immer mal irgendwie Tanzkurs machen, aber die Vorstellung damit, irgendwie fremden Leuten in einem Raum zu sein, die alle wahrscheinlich viel besser tanzen als ich und ich komme da an wie irgendwie Hippo mit rosa Strumpfhosen und habe keinen Plan, was ich mache, aber ich will das so gerne, einfach solche Sachen wirklich zu sagen, nee, ich rede seit Jahren davon, dass ich das machen will, ich plane das jetzt, ich buche das jetzt, ich mache das. Solche Sachen sich zu überlegen und mindestens eine Sache im Jahr wirklich zu tun, die einem Angst macht, weil das genau wieder die Momente sind, in denen man merkt, puh, siehste, ich habe es überlebt und ich habe echt viel gelernt und es war eigentlich auch ziemlich geil. Super essential für mich ist auf jeden Fall auch, gewisse Routinen zu überdenken. Das mache ich öfter als einmal im Jahr zum Reflektieren. Einfach immer, wenn ich merke, okay, da knirscht es oder da komme ich schwer in Tritt oder komme ich schwer zur Ruhe oder wie auch immer, dass ich mir meine Morgenroutine immer mal wieder angucke. Was hat sich verändert? Natürlich gerade, wenn man ein Kind hat und das Kind wird größer, verändern sich bestimmte Abläufe, bestimmte Zeiten und so weiter. Aber auch für mich zu gucken, was brauche ich morgens aktuell, um mich gut zu fühlen, um gut in den Tag zu kommen? An welcher Stelle brauche ich Ruhe? Wann muss ich irgendwie mit der Action starten und mich in Gang kommen und so weiter? Genauso mit der Abendroutine oder auch generell mit Arbeitsroutinen. Wie gehe ich aktuell routinemäßig mit meinen E-Mails um? Ist das gut oder nicht? Wie gehe ich insgesamt jetzt zum Beispiel in meinem Fall mit dem Film, mit der Technik um? Hat das alles einen guten Platz oder habe ich da so einen richtig guten Ablauf, auch was so Datensicherung angeht, Akkus laden und so, brauche ich da vielleicht ein bisschen bessere Strukturen. Alle möglichen Routinen, die man so im Leben hat, wirklich mal zu überdenken und zu gucken, brauche ich da was anderes? Scheiße, jeden Mittag denke ich, fuck, jetzt esse ich wieder da irgendwie die Currywurst und Pommes um die Ecke. Eigentlich hatte ich mir gesagt, ich will gesünder essen. Was muss ich denn in meine Routine wo einbauen, damit ich mir was Gesundes mitnehme zur Arbeit? Zum Beispiel, ich rede jetzt zum Beispiel in meinem Fall von, okay, ich habe mir irgendwie plötzlich angewöhnt, abends auf der Couch zu sitzen und TikToks zu gucken und die 2 Stunden, die ich eigentlich habe,
abends, um runterzukommen und so ein bisschen Ordnung zu machen in der Wohnung und so ein bisschen den Tag abzuschließen, klaue ich mir dadurch und es tut mir nicht gut, es macht nur mein Hirn neblig und ich habe irgendwie lauter Input und kann dir irgendwie 2 Minuten später nicht mehr sagen, was ich vor 2 Minuten angeguckt habe. Einfach solche Sachen, dass ich da hier und da mich auch so schlechten Verhaltensweisen, die man sich manchmal automatisch so aneignet, mich wieder rauszuholen und da wieder quasi auf den Weg zu setzen, der mir gut tut. Eine Frage, die ich mir jedes Jahr stelle, ist, welche Dinge oder welche Menschen kriegen im nächsten Jahr Zeit von mir geschenkt? Denn Zeit ist nichts, was wir einfach so unendlich für immer haben, auch wenn wir manchmal die Illusion haben, dass wir alle unheimlich viel Zeit haben. Aber Fakt ist, dass alles endlich ist und dass wir nicht unendlich viel Zeit haben und man sich genau überlegen sollte, wie man seine Zeit füllen will. Und ich finde es ganz sinnvoll, sich hier und da zu überlegen, welche Dinge in meinem Leben, und da bin ich wieder bei Verhaltensmustern und Dingen, die einem gut tun und so weiter, welche Dinge nehmen mir gerade viel Zeit und ist das in Ordnung? Möchte ich diesen Dingen weiterhin Zeit schenken oder verdienen die Zeit nicht, weil es mir nicht gut tut, weil es mich stresst oder mir den falschen Input gibt? Oder auch einfach nur, weil ich diese Zeit lieber für andere Dinge verwenden möchte. Klassischer Fall von, ich wollte schon immer mal ein Instrument spielen, aber ich habe ja keine Zeit. Aber man sitzt irgendwie abends 4 Stunden vorm Fernseher. Kann ich vielleicht von den 4 Stunden eine abknapsen und sagen, ja, ich fange eben nicht um 20.15 Uhr klassisch an, sondern um 21.15 Uhr den Film zu gucken, weil ich sowieso lange sitze. Und dafür spiele ich aber 1 Stunde Klavier oder 1 Stunde Gitarre oder wie auch immer. Einfach mal zu überlegen, wie man seine Zeit tatsächlich einsetzen will. Und genauso mit Menschen. Welche Menschen tun einem gut im eigenen Leben? Welche Treffen laden einen auf? Welche Gespräche tun gut und welche Menschen und Gespräche tun gar nicht gut, weil das vielleicht keine guten Menschen sind oder weil man einfach nicht gut füreinander ist, weil man da einfach merkt, dass einem das mehr Energie klaut als gibt. Und ich bin wirklich niemand, der sofort irgendwie in einer Freundschaft, wenn es dann irgendwie mal schwierig wird oder, keine Ahnung, eine Freundin trennt sich oder so und hat mehr Redebedarf. Ich finde, sowas sollte immer in einer Freundschaft in Ordnung sein. Natürlich sind das Phasen, wo ich mehr gebe, als ich nehme. Logisch. Und es ist vollkommen in Ordnung, dafür ist man befreundet. Aber wenn man merkt, dass es eine Freundschaft ist, die nur darauf aufgebaut ist, dass man selber derjenige ist, der gibt und gibt und gibt und gibt und man kriegt aber nichts zurück, sollte man sich überlegen, ob diese Person die Zeit verdient hat, die man ihr schenkt. Es bringt einfach so ein bisschen den Twist rein, dass man wirklich aktiv entscheidet, wem man Zeit schenkt. Und wenn man das einmal aufschreibt, dann sieht man plötzlich auch wieder, wo die eigenen Prioritäten liegen. Das ist sehr spannend. Das Letzte, was ich mache und was mich extrem glücklich macht, ist jedes Jahr zu überlegen, unter welchem Motto soll das nächste Jahr laufen, beziehungsweise welches Wort ist das Wort, was mein nächstes Jahr prägen soll. Das hat in den letzten 4 Jahren sehr gut geklappt, teilweise auch gruselig gut, dass ich das Wort festgelegt hatte und dann am Ende des Jahres dachte, krass, das war exakt das, was mein ganzes Jahr bestimmt hat. Und ich finde es schön, das auch so für sich mal so zu überlegen und festzulegen. Manchmal passt es auch nicht. Ist auch jetzt nichts, was einem irgendwie hilft, großartig vorbereitet ins Jahr zu gehen. Aber für mich ist es so ein bisschen so ein Wohlfühlding. Unter welches Motto will ich mein nächstes Jahr stellen? Probiert's mal aus. Und der letzte Schritt ist dann auf jeden Fall, mich hinzusetzen und meinen Kalender an die Hand zu nehmen. In dem Fall ist jetzt mein Notizbuch, mein Kalender liegt da drüben. Und wirklich mal das nächste Jahr anzugehen. Gewisse Routinen, die man sich überlegt hat, Veränderungen im Verhalten und so weiter. Dass man sich bestimmte Sachen schon mal aufschreibt, Geburtstage einträgt und so weiter. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, welche Dinge man so in den Kalender eintragen sollte, um vorbereitet fürs neue Jahr zu sein. Das packe ich euch auch alles mal in das i. Einfach wirklich den Kalender so weit anzulegen, so die ersten Designs zu machen, zu überlegen, wie will ich da reinschreiben und so weiter. Ich mache dann gerne auch Ende des Jahres immer noch mal so einen kleinen Kurs bei Skillshare für so schön schreiben und wie man das so verbessern kann, was ich auch total schön finde, weil ich bin ja jemand, der den Kalender wirklich benutzt. Mein Kalender sieht am Ende des Jahres aus wie Sau, aber ich finde es auch schön, wenn man so, ja, so schön da reinschreiben kann, trotz Chaos und durchstreichen und Klebezettel und wie da was reingelegt und da eine Klammer rein und da ist ein Knickohr und so. Aber insgesamt finde ich schon schön, sich auch da so vorzubereiten. Und wenn das geschafft ist und der Kalender ist vorbereitet, die Wohnung ist durchgeräumt, die Daten sind sortiert, ich weiß so ungefähr im Kopf, in welche Richtung soll das nächste Jahr gehen, dann kann das neue Jahr kommen, finde ich. Und man kann sich einfach wirklich drauf einlassen und das aktiv in die Hand nehmen und gestalten und nicht so reinrollen und sagen, oh, ich nehme mir jetzt 3 Sachen vor, scheiße, habe ich nicht geschafft und Ende Januar so, sondern wirklich aktiv dranbleiben und sich stetig verbessern und verändern und das Leben in der Hand haben sozusagen. Ich finde das super, mir macht das total Spaß, das alles zu machen und auch für mich zu reflektieren und da so ein bisschen geerdeter wieder rauszukommen nach dem stressigen Ende des Jahres immer. Und ich hoffe, das hilft euch auch. Wenn ihr irgendeinen Input habt, immer, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Ich möchte gerne von euch lernen. Und ansonsten passt auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.